Ja, ist klar, André spürt natürlich, dass der Fokus diese Woche auch ein bisschen auch auf ihm ist. Ich glaube, er hat keine Probleme damit. Im Gegenteil, ich glaube, der genießt das auch, dass er jetzt endlich von Anfang an spielen darf in einem Spiel, das auch vom Wettkampfcharakter sehr hoch gewertet wird. Und wir haben vollstes Vertrauen in seine Fähigkeiten, seine Qualitäten. Wir wissen, dass er sicherlich von seiner Erfahrung und von seiner Ruhe auch profitieren kann. Aber diese Niederlage in Dortmund ist ganz anders zu bewerten als das Pokal aus. Ich glaube, wir haben eine gute Leistung gezeigt, eine sehr gute in der zweiten Halbzeit, von der wir einiges mitnehmen können. Aber ein wichtiger Punkt ist sicher auch diese Energie und die Mentalität, die die Mannschaft auf den Platz bringt. Und die war in Dortmund positiv. Und das stellt mich auch zuversichtlich für das Spiel morgen. Wir trauen ihm einen Teileinsatz zu. Müssen natürlich aufpassen von der Spielzeit. Aber wir sind froh, ist er wieder da, ist ein wichtiger Spieler für uns, hat sehr hart trainiert die letzten Wochen. Und ja, wir waren vorsichtig, es gab einen guten Aufbau und steht ab sofort zur Verfügung. Und also wird morgen sicherlich im Kader sein und eventuell zu einem Teileinsatz auch kommen.